Und die erste Geschichte in unserem Diana Cooper Engelsratgeber. Und jetzt kommt auch schon die Sonne raus. Dann werde ich eine Geschichte lesen und dann rausgehen. Hasenfutter holen. Ist, ich schlage dieses Buch einfach auf, ohne nachzuschauen. Und siehe da, es ist die Geschichte, das Mysterium von Leben und Tod. Oh, 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 oh. Das ist ja sehr interessant. In Zeiten der Gefahr wenden sich viele Menschen an Gott. Viele müssen erst in lebensbedrohlichen Situationen geraten, um sich wieder daran zu erinnern, wie sie auf seine liebevolle Hilfe vertrauen dürfen. Vielleicht ist das der Grund, weshalb man häufig zeitgenössische Darstellungen von Engeln in Militäreinrichtungen findet. Ich war jedenfalls gar nicht erstaunt, als ich an einem Marienstützpunkt in Kalifornien auf ein wunderschönes, bleiverglastes Fenster mit dem Erzengel Gabriel stieß. Um die Erscheinung von Engel in Mons während des Ersten Weltkrieges gibt es gründlich recherchierte Berichte. Als die Briten von den Deutschen geschlagen wurden, erschienen den Armeen offenbar Engel, die Hunderten von Soldaten Trost und neuen Mut gaben. Den Berichten zufolge sahen manche von ihnen einen anderen wiederum eine ganze Schar Engel. Alle sind sich jedoch einig, dass die Engel eingriffen, um die britische Armee zu ermutigen und ihr Zeit zum Abzug zu geben. Ich bin mir sicher, dass die Engel Millionen von Gebeten erhörten, sowohl die der Armee als auch jene der Menschen zu Hause, die mit Bangen deren Rückkehr erwarteten. Ganz zwangsläufig unterstützten die Lichtwesen die Freiheit und nicht die Aggression und die Macht. Während der Schlacht um England soll es Flugzeuge gegeben haben, die, obwohl ihre Besatzung getötet worden war, ich lese dann das nächste Mal weiter.